must rest at times. I insist we camp. Oh, Geld und andere. Geld und Edelsteine. Kälteresistenz und Immunität. Ist nett, aber brauchen wir nicht unbedingt. Mal gucken, ob der Schmied was aus den Drachenschuppen machen kann. Das fällt mir jetzt auch gerade erst auf. Vikonia sollte eigentlich viel weiter vorne stehen. So. Wie kann ich helfen? Yes? Und ich sollte eigentlich am besten diese Formation nehmen. Weil dann habe ich Dawn und Vikonia direkt links und rechts neben mir und unsere Schützen direkt hinter mir. Ist zwar für enge Räume nicht so praktisch, aber für solche Sachen gerade eher schon. Ja. Die Edelsteine sind aufgeräumt. Munition. Gib mir mal alle Säurepfeile. Und alle von denen hier. Muss ich mich gerade wundern, warum der Feuerpfeil und der Feuerpfeil nicht stacken? Bolzen? Nee, brauchen wir gerade nicht. Oder? Na doch, sollten wir. Lass mal das hier rein. Okay, Safana hat eigentlich noch genug Pfeile. Aber ja, Bolzen. Also Schleuderkugeln können jetzt hier rein. Habe ich noch andere Bolzen? Nö. Dann erstmal die beißenden Bolzen. Also ja gut, Bolzen plus 82 Stück. Und das geht irgendwie schneller, als wenn ich es eingebe. So. Ja, wie ihr wünscht. Dann kehren wir jetzt erst zur Burg zurück und fragen, was, ob wir was mit den Drachenschuppen und den Ankeck-Panzern machen können. What I wouldn't give for a cozy inn and a hot bath. Also ja, mit etwas Glück kriegen wir in diesem Akt die in dieser Aufnahmesession den Akt rum. So. Jetzt wieder hierhin. An army can't march forever. We've got to rest.
Also manchmal, wenn zu viel... Manchmal, wenn zu viele Zauber zusammen abklingen, wenn wir ein Gebiet wechseln gerade, dann... Wer hängt da? Nee, okay, irgendjemand hing. I'm meant for a life of luxury and I've made no secret of it. But I'd settle for one not permeated with the stench of death. It wouldn't kill you to take a bath. While Kalar lives, we have more important things to do than bathe. If we can't spare even a moment to clean ourselves, the Crusaders have won. That makes no sense. I was hoping you wouldn't notice that. Bloody hells. Someone give me a drink. Das ist ein sehr interessantes Gespräch zwischen Safana und Dawn. Safana fängt an. Ich habe bisher meinen Mund gehalten, aber ich halte es nicht länger aus. Der Halbaug stinkt nach Schweiß und Blut. Ich kann doch nicht die Einzige sein, die das denkt, oder? Ich versichere euch, dass es auf dieser Welt schlimmere Gerüche gibt als den meinen, gnädige Frau. Vielleicht ist ein Leben voller Abenteuer nichts für euch. Ich bin für ein Leben in Luxus bestimmt, also sagt Dawn. Ich bin für ein Leben in Luxus bestimmt, sagt Safana, und ich habe auch kein Geheimnis gemacht. Aber ich würde mich mit einem zufrieden geben, in dem die Luft nicht vom Gestank des Todes geschwängert ist. Es würde euch nicht umbringen, einmal ein Bad zu nehmen. Dawn darauf, solange Kayla am Leben ist, haben wir wichtigere Dinge zu tun, als zu baden. Darauf Safana, wenn wir uns nicht einmal einen Moment Zeit nehmen können, um uns zu säubern, haben die Kreuzritter schon gewonnen. Dawn, das ergibt keinen Sinn. Safana, das hatte ich gehofft. Ich hatte gehofft, ihr würdet es nicht bemerken. Bei allen verfluchten Hölle, man reiche mir einen Trunk. So ein Team ist unschlagbar. Naja, gut. Wir haben gerade einen Drachen getötet. Hey, ich habe gehört, dass ihr uns alle vor dem sicheren Turm bewahrt habt. Ich nehme an, ich sollte euch dankbar sein. Kann ich euch irgendetwas für euch tun? Braucht ihr Waffen, Rüstung? Was könnt ihr mir aus diesen Drachenschuppen herstellen? Da sind zweifellos ein paar schöne Schuppen da. Was dachtet ihr? Vielleicht ein Schild oder eine Rüstung? Ich glaube, ich behalte die Schuppen noch eine Weile. Ich mache einen Quicksave. Ja, ich bin zu schnell. Ich mache einen Quicksave. Was hat er eigentlich alles so? Streitäxte. Schild trägt nur sie. Mal gucken, ob er was für ein Schild er mir macht. Mal sehen. Wenn nicht, ist meistens eigentlich eine Drachenschuppenrüstung das Beste. Fertig, ein schönes Stück habe ich. Ein schöneres Stück habe ich nie geschafft. Nehmt es uns möglich, es auf euren Reisen beschützen. Ihr Kingschneider hat den mir bestellten Gegenstand fertiggestellt. Your soft-hearted altruism is going to get us all killed. Eure Selbstständigkeit wird uns noch alle umbringen. Rüstungsklasse plus 4 und Rettung gegen Tod plus 3. Mindeststärke 8 bräuchte sie dafür sogar nur. Aber eigentlich hat sie schon einen guten Schild. Ich war mal nur neugierig. Eigentlich werde ich wahrscheinlich eher die Rüstung nehmen. Wie ihr wünscht. Ehrlich gesagt, ein schöneres Stück habe ich nie geschaffen, ja. Das könnte sogar ich tragen. Das könnte nur ich tragen. Nera könnte das überhaupt nicht tragen. Bei Dawn würde es verschlechtern.
Okay, das Gelb bedeutet wahrscheinlich, dass es nur bei mir etwas verbessern würde. Bei ihr würde das schlechter werden. Bei ihr auch. Bei ihr würde alles gleich bleiben. Dann nehme ich das doch einfach mal. Und wir packen das Ding weg. Ja. Gut. Soweit, so gut. Achso, ja, Pfeile. Wie kann ich helfen? Ihr braucht nur zu fragen. So, dann zurück zu unserem Lager. Wie ihr wünscht. Manchmal wünschte ich mir, es gäbe Schnellreise. Gucken wir so lang mal. Die verzweifelten Beschützer ist Khalid, das ist Nera. Das ist in der Nähe des Koalitionslagers, das konnten wir nicht erreichen. Das ist das mit dem Geld, das werden wir sicherlich irgendwann nochmal. Das hier war aus dem Hauptspiel. Skis großer Plan und beunruhigende Verwicklungen. Zaviaks Sichtaufgabe haben wir bis jetzt noch ein einziges Wesen wirklich enttarnt. Also wir haben sie schon enttarnt, aber wir haben dann immer neu geladen, weil die meisten Wesen uns einfach nichts gebracht haben. Wir brauchen ein schluckstarkes Fernbier. So, Tilda. Order is what matters. Was habt ihr dort draußen gesehen? Eine Menge Kreuzritter und weitaus weniger aus Brücken vor. Aber letztere sind bereit zum gemeinsamen Schlag mit uns. Versammelt die flammende Faust. Es ist an der Zeit, diese Schlacht zum Kreuzzug zu tragen. Ich sage Korporal Dunkel, dass alle versammelt und auf einen Angriff vorbereitet werden sollen. Tut es schnell. Ich marschiere heraus und greife mit euch an. Ausgezeichnet. Wartet, bis ihr Kampfgeräusche aus der Burg dringen hört. Ich werde dorthin zurückkehren und mit den Verteidigern kämpfen. Alter, ich will keinen Kampf, noch nicht. Ich nehme mal an, Khalid würde sterben, wenn ich ihn nicht beschützen würde. Deswegen greifen wir doch aus der Burg aus an. Meine Kameraden werden mich begleiten oder in das Lager der flammenden Faust reisen. Nun, da ich in Brücken vor so viele Verbündete wie möglich rekrutiert habe, ist es an der Zeit, in die letzte Schlacht zu ziehen. Wenn die Kämpfe beendet sind, reisen alle Verbündete, die nicht bei mir sind, in das Armeelager vor Burg Drachenspeer. Auch jene Verbündete, die ich nach Brücken vor aus meiner Gruppe entlasse, reisen zum Armeelager von Burg Drachenspeer. Yes, my friend, what can Minsk do for you? Or perhaps it is Bo you wish to speak to. Okay, wir können nicht einfach Leute nach Brücken vorschicken. Will ich auch ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt will ich... Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Und ja, ich will nicht, dass Khalid jetzt auch noch ins Gras beißt. Oder dass Khalid ins Gras beißt. Ich finde diese Brücke hier interessant. Es gab doch nichts hier drüben, wo man die festmachen konnte. Oder wurde die hier an dem Holz gerührt? Ah, hier daneben vielleicht.
Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen können. Ja, Dawn fehlt halt noch. So, dann machen wir hier mal einen Quick Save. You know, we're doing pretty good, Adoy. No, shut up. Thanks. Ich muss sagen, bei uns läuft es auch ziemlich gut. Adoy haltet den Rand und so. My friend, you return. Es ist Zeit für den Angriff, Kalle. Die flammende Faust ist bereit, sich uns anzuschließen. Seid ihr sicher? Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um den Kreuzzug anzugreifen. Ja, hier und jetzt. Die flammende Faust ist bereit, sich uns anzuschließen.